Was geht noch für FT Fulda im Kampf um Platz 2 der KOL Fulda Mitte? 9 Punkte hat die SG Eldersack-Weißbach-Schwarzbach Vorsprung und heute steht den Turnern mit der SG Lauter der 6. der Tabelle gegenüber. Und mit dem ersten Angriff nach 3 Minuten fällt auch der erste Treffer der Partie. Valentin Dalmer schließt ab über Keeper Jan-Hendrik van der Molen. FT Fulda in den ersten 45 Minuten deutlich präsenter als die Gäste, doch die Chancen werden nicht so richtig zwingend. Weiter geht's mit den Herren in Weiß. Nach der Ecke kommt der Ball scharf in den 16er, doch auch hier findet die Kugel nicht den Weg ins Tor. Kurz vor der Pause der einzig nennenswerte Angriff der Spielgemeinschaft. Darius Perlak hat den Ausgleich auf dem Fuß, doch der Abschluss geht fast kläglich am Tor vorbei. Damit endet die erste Hälfte. Und die zweiten 45 Minuten beginnen wieder mit dem Tabellendritten aus Fulda. Timo Zimmermann in Ballbesitz, entfernt sich jedoch etwas vom Tor und verfehlt dann den Kasten deutlich. Die Spielgemeinschaft wird im weiteren Verlauf etwas stärker und kreiert Chancen. Daniel Steuernagel verpasst den Ausgleich aus nächster Nähe. Im Gegenzug dann die Turner im Angriff. Schöner Pass in den Lauf von Zimmermann, der gibt sich diesmal keine Blöße und FT Fulda führt nach 61 Minuten mit 2:0. Es passiert eine Weile nichts, nun die 78. Spielminute. Steuernagel steigt hoch und nickt ein. Geht hier noch was für die Gäste? Der Anschlusstreffer. Die Hoffnungen der SG Lauter werden jedoch 2 Minuten später im Keim erstickt, denn Marius Kropp sorgt mit seinem Traumtor aus knapp 20 Metern für die Entscheidung. So fährt FT Fulda 3 wichtige Punkte ein und erhält den Rückstand auf Platz 2, denn die Dreier SG konnte ebenfalls gewinnen. Ja, ich denke gerade auch in der ersten Halbzeit, FT war sehr stark, spielerisch sehr stark und auch körperlich robust und wir haben da nicht immer das Mittel dafür gefunden. Ich denke, das ist, ich sag mal, eine verdiente Niederlage. Schade ist halt, dass wir gerade nach dem Anschlusstor gleich wieder das 3-1 bekommen hatten. Das ist halt schade, aber das zeigt einfach, dass wir noch ein bisschen arbeiten müssen und noch nicht ganz so weit waren. Ja, sehr zufrieden, vor allem, weil wir jetzt letztes Training und auch das letzte Testspiel, das war echt nicht gut gewesen von uns und da hatte ich ein bisschen Angst. Aber die Jungs haben eine super Reaktion darauf gezeigt und von daher bin ich natürlich sehr zufrieden, dass wir gewonnen haben und meiner Meinung nach auch verdient gewonnen. Wir hatten oder hätten das Spiel eigentlich eher entscheiden müssen, weil wir einfach klare Torchancen hatten, die wir letztendlich nicht gemacht haben. Von daher haben wir es lange Zeit offen gelassen, aber am Ende zählen die 3 Punkte und ich bin natürlich sehr zufrieden.